Hallöchen, zu Hause. Ihr hört geheimnisvolle Schritte irgendwo hinter mir. Das ist natürlich Lexi, die ganz gespannt mit den Ofen schaut. Damit wir hier uns wieder ein Geisterhaus ansehen können in Ghost Exile. Und haben auch wieder einige Tipps bekommen, vom Olli zum Beispiel. Haben aber auch schon Tipps im Livestream auf Twitch vorher schon bekommen. Das hat sich so ein bisschen überschnitten. Aber jetzt werden wir auch diese Dinge hier bei YouTube zeigen, die wir gelernt haben. Wir zeigen unsere Lernfähigkeit. Und lange Rede, kurzer Sinn. Lexi denkt die ganze Zeit, wann hört der auf zu labern, der Typ? Dieses war Resignation. Nach dem Motto, da kann ich eh nichts da machen. Wenn der einmal labert, dann labert der. So, wir spielen immer noch Anfänger, weil so fortgeschritten sind wir noch nicht. Wieso kriege ich die Tür denn hier auf? Ich verstehe das manchmal nicht. So, ich nehme wieder das Buch. Ich nehme den Dingensensor. Einen. Und ich frage wieder. Du fragst wieder. Dann nehme ich noch einen Fingerabdrucksmess. So, dann geht wieder das fröhliche Schubladensuchspiel los. Ah, ich gehe erstmal durch das Haus. Hä? Was ist los? Oh, ich krieg die Tür nie auf. Mach doch die Tür einfach auf. So, ich mache hier mal den Bewegungssensor hin. Und ja, Buch lege ich wieder in den Eingangsraum. Passt dann schon, glaube ich. Naja. Hier steht eine Tür offen. Das ist ein Orb. Okay, Küche können wir wieder nichts dran machen. Garage, Orb. Ja. Geist-Orb. Kamera ist platziert. Fein, fein. Bist du da? Kannst du sprechen? Schmeißt du mir ein Bild nach hier? Moment. Bist du da? Bist du oben? Nee. Okay. Bist du da? Bist du da? Oh. Kannst du sprechen? Kannst du sprechen? Kannst du sprechen? Bist du alt? Nee. Läuft. Bist du da? Bist du alt? Bist du da? Wo bist du? Oh Gott, war das eine Tür? Ich gehe mal erstmal EMPs holen, also beide.
Bist du da? Bist du alt? Kannst du sprechen? Bist du da? Kannst du sprechen? Die Müll will mich nicht. Okay, ich krieg schon. Hatte kurz eine Anzeige. Bist du da? Ja, da oben höre ich noch jemanden. Okay. Oh, da ist er. Oh, da ist er gerade gelaufen. Ja. Bist du da? Bist du alt? Feuerzeug. Kannst du sprechen? Bist du da? Ich habe hier einen Gegenstand auch. Bist du da? Boah, das nimmt aber nie auf, was die. Kannst du sprechen? Will nicht. Hier ist noch ein Feuerzeug im Schreibtisch. Oh. Oh, und ein Hase auch noch. Oh. Ich kann so viel nicht mehr tragen. Komm. Oben Hase, da drunter die Schublade ist Feuerzeug. Hast du schon einen Ausweis gefunden? Mm-mm. Mann, alles verschlossen hier. Okay, da wollte ich ja nun wirklich nicht. Jetzt habe ich das. Ich bringe erstmal das Ding runter. Ich fackel mal einen Gegenstand ab. Komm, ich komme mit dem Hasen. Komm mit dem Hasen. Hat das Buch geschrieben. Cool. Ach so. Ja. Hä? Ja, ich musste das wegwerfen, sonst konnte ich kein Holz hier reinmachen. No. Okay. Du den Hasen wohl nicht mehr benötigen. Kannst du natürlich trotzdem probieren, aber ich glaube. Also Ektoplasma müssen wir wissen oder Laserbolzer. Wir haben Geisternotiz. Okay. Aber sehen tue ich den Ort nicht mehr. Was passiert da gerade? Was? Keine Ahnung. Das hört sich hier komisch an. Das ist ein Portal! Schließen, 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 schließen. Alter. Da ist ein Fernseher. Ich muss die Kamera ja hochbringen, wa? Da unten passiert nichts mehr. Ich muss ja auch keine Kamera mitbringen, ich kann ja so gucken. Ja, meine 4 am Fernseher. Aber mehr nicht. Aber mehr als 4 kriegen wir ja auch nicht. Nee. Kann man die Maus schalten? Danke. So. Die ging nicht auf. Ne? Hey, hey, hey.
Ja. Was sagst du? Wie noch auf Ausweissuche. Da ist doch wieder ein Portal. Ja. Wo? Unten? Hier ist keins. Es muss unten sein. Scheiße, ich hab's unten gar nicht gesehen. Bestimmte Garage. Ja, hier im Flur. Schließen, 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 schließen. Alter. Die ist aber portalkräftig. Hatten wir hier unten eigentlich schon alles? Das ist ja auch überall Licht an, ey. Oh, hier hat er anständig rumgeschmissen. Der Garage. Okay. Wo war das? Weiß ich nicht. Noch eins. Wo? Ich hab den Ausweis. Wo ist es? Ist bestimmt wieder oben. Oder? Weiß ich, klingt nach. Ja, müsste oben schließen, 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 schließen. Okay. Mein Gott, ey. Ja. Wir haben einen Ausweis, aber wir wissen ja, wir haben den letzten Beweis ja noch nicht. Nee, Laser oder? Oder was hatten wir noch? Hector. Hector. Wo habe ich denn die Dings hingeschmissen? Oder hast du die aufgehoben? Die? Ah ja, ja, du hast sie. Ja. Ja, ja, ich bin wieder. Oh. Habe ich kein Futter bereit. Nee, ich auch nicht. Fast, dass wir Spuren von Ektoplasma schon gefunden hätten. Der hat ja durchaus mal ein paar Türen angetatscht. Ja. So, wird hier durchgelaufen. Ein Bewegungsmelder, der ist so unten, oder? Oder haben wir hier oben auch einen Bewegungsmelder? Nee, ich war ja unten. Du bist durch den Bewegungsmelder gerade gelaufen? Ja. Okay. Das ist schon wieder ein Portal. Oh. Ich weiß wieder nicht wo. Ich denke mal, das ist wieder unten. Schließen, 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 schließen. Hm. Sag mal, ey. Ja, das ist. Der macht ganz schön Stress. Schon wieder. Schon wieder. Schließen, 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 schließen. Sehr aggro, ey. Aber ja. Nee, er hat keine Finger. Nee, der hat Laser. Ich denke auch. Also haben wir einen Bishari. Galatext, mal der macht ganz schön Stress, Schröder. Steht da unten.
Das große Ritual von Anabiron brauchen wir. Anabiron. Ich klappe mal dein Buch aus. Auf, Anabiron. Siegel zeichne, von Anabiron gibt's. Zeichne ein Siegel in irgendeinem Raum. Bietet sich doch das Siegel des Anabiron an. Denke ich mal. Hast du Spaß? Bisschen. Boah, da hat sich mir jetzt alles zusammengezogen hier. Was war denn? Ja, wieder diesem schrillen Klang, dieses Tschiri, und dann stehen da die ganzen Typen vor einem und so. Und das, aber das kam so in dem Moment, wo ich gerade so losgerannt bin und mit nichts gerechnet habe irgendwie. Also ich denke, in der Küche ist ganz okay, ne? Ja, vermutlich, ne? Du hast eine Farbdose? Ja, ich habe noch ein Kreuz. Okay, Kreuz müsste ich auch noch mitnehmen. Dann, das machen wir ja nicht. Achso, fünf Kerzen und eine Voodoo-Puppe, habe ich recht? Das weiß ich nicht, dafür brauchen wir das Buch. Haben wir das Buch? Du hast das Buch, ne? Ja, darf ich ein Schutzsiegel irgendwo hinmalen? Das steht doch im Buch, oder? Ja, ich habe das Buch auch nicht dabei. Wo ist das denn? Ach doch, habe ich. Ich wollte gerade sagen, ist doch nicht hier. Okay, nee, darf man nicht. There should be no means of protection in the house. Continue. Dann lassen wir es. Ja, was brauchen wir jetzt für Gegenstände? Fünf Kerzen und eine Voodoo-Puppe, sagt mir der Dings da. Okay, ja, genau. Ich kann erstmal noch zwei Kerzen da mitnehmen. Oder? Nee, da gehen ja mehr, ne? Oder? Ne, geht nicht mehr. Dose brauche ich nicht mehr, ne? Hast du schon Siegel gemalt? Ja. Was denn? Schutzsiegel dürfen wir nicht. Ich habe das erste genommen. Ja, weil es ja auch ein Siegel des Anabiron gibt, das wäre. Wer war das nicht das erste? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kann nur die Voodoo-Puppen müssen wir dann noch nehmen. Oh, ich habe nur die beiden Kerzen. Ja, ist der Knilch eigentlich. Warte, gucke ich gleich. Habe ich die schon angezündet? Brauchen wir noch was? Die Voodoo-Puppe noch, ne? Ja, nur die Puppe. Da ist doch wieder ein. Schließen. Ja, kannst du noch nicht mal anfangen zu exorzieren, dann geht das schon rund hier. Ja, noch eine. Achso. Irgendwie übersehen. So, Ach so. Okay, ich hab's befürchtet. Was denn? Kreuz weg. Ja, scheiße. Jetzt habe ich es in den Asphalt geschmissen. Das war das neu Gelernte von uns. Dass wir eigentlich mit dem Kreuz ganz gut dabei sind, aber wir dürfen. Oh Mann. Wir dürfen jetzt halt den Kreuz. Ach, ist wieder oben, ne? Oder Garage. Weiß es nicht. Ich sehe es nicht. Scheiße, es ist doch nicht oben. Schließen. Nee. Aua. Ist es jetzt hier oder ist es da? Nee, bin ich vorbei. Hier ist es. Schließen. Was hinterhergeschmissen. So, kann ich jetzt vielleicht
Wo haben wir denn hier überhaupt? Haben wir ein Versteck? Wie heißt denn der jetzt? Ja, ein Schrank. Ein Schrank da hinten. Ja. Wie heißt der? So, ja, warte. Einen Moment, bitte. Henry Williams. Ja. Oh, no. Oh. Oben. Ja, muss oben sein. Warum ist dieser Strahl da eigentlich nicht mehr da? Sieht ja gar nichts. Schließen. Ah, Mann, ey. Stress. Auch echt. Raus aus dem Geist aller Unreinheit. Oh, Scheiße. Du Schlappe. War ja ein merkwürdiges Geräusch schon nachher noch. Kann ich mal hier den Bewegungsmelder wegmachen, der nervt mich gerade ein bisschen. Ich hasse das, wenn du das Buch vor der Fresse hast und rennen willst, ey. Ja. Geh raus, du Dämon. Wie heißt du nochmal? Scheiße. Henry Williams. Henry Williams. Gott befehle ich dich. Okay. Oh, Scheiße. Ups. Fürchte die Kirche Gottes. Oh. Mann, ist immer hier die falsche Taste. Und ich den nicht anzünden, weil dein Knie davor war. Ja, ich habe den Rücken davor gehabt. Ja, und dann hast du die eine hier nicht angezündet. So. Ja, ging ja auch nicht. Hattest du den Rücken davor. Und der geht auch nicht. Nein, der. So. Henry Williams. Henry Williams. Portal. Haben wir irgendwas vergessen zu verbrennen? Schließen. Nee, wir haben doch das Dings verbrannt. Ja, es können ja vielleicht mehrere sein. Noch eins. Noch eins? Ja. Schließen. Bebe vor Angst. Wenn der Name Christus gerufen wird. Ominöse Seele, geh raus. Yay. Yes. Dachte ich, beeile mich jetzt nur noch, aber es klingt ja immer so lustig, immer lustiger, der Schlusssatz. Ominöse Seele, geh raus. Hau ab. Ja, das beherrschen wir inzwischen durchaus, das Austreiben. Manchmal, noch nicht 100%, ist klar. Aber immerhin, so viel haben wir gelernt. Ja, beim nächsten Mal werde ich das dann auch mit dem Buch machen, damit ihr das auch tausendmal sehen könnt. Also, einige kennen das ja, aber die es vielleicht noch nicht woanders gesehen haben.
So, erstmal gucken, was haben wir denn hier bekommen. 150, cool. Level 7, ja, fast Level 8. Aber man muss sagen, wenn man alles verliert, kriegt man aber relativ viel von der Versicherung wieder, dass man sich zumindest die wichtigsten Sachen dann nochmal kaufen kann. Also das ist... Das ist schon richtig, ja. Kaufen wir jetzt mal 2 Energy Drinks. Moment, erstmal at all. Dann haben wir... Was können wir denn noch unbedingt gebrauchen? Scheinwerfer richten. Gucken. Energy Ding. Fotoapparat. Ich hole vielleicht noch einen zweiten Fotoapparat. Obwohl wir den sowieso nie mitnehmen. Nee, ich weiß noch gar nicht, was wir jetzt eigentlich fotografieren müssen. Ja, das ist auch immer das Problem. Diese Fotokamera wird behilflich sein, Bilder zu machen. Dieses Werkzeug ist nützlich, um Objekte während einer Jagd auszuführen. Hä? Verstehe ich nicht. Ist so ein bisschen unglücklich übersetzt wahrscheinlich. Oh yeah. Oh yeah. Have a good hunt. Oh yeah. Schon wieder so? Ist das wieder dasselbe? Ne, das sah mal ein anderes aus. Echt? Ich hoffe. Oder habe ich wieder dasselbe gewählt? Ich weiß es nicht. Könnte dasselbe sein. Ich nehme mal schon mal einfach so ein Gitter mit rein. Nee, ist ein anderes. Ja, ich dachte mir doch. Ich dachte mir doch, so dumm bin ich doch gar nicht. Warum haben die eigentlich einen Kleiderschrank im Wohnzimmer? Das kann ich dir auch nicht sagen. Okay, der ist, glaube ich, ne, der ist da nicht gut, ja. Sag mal. Ey. Denn jetzt? Ich mach den Boiler an und dann haut mir den Strom raus. Okay. Dann machen wir das mal hier hin. So, ich hatte schon das Buch. Krieg die Tür nicht auf. Sag mal. Willst du mir die Tür hier aufmachen? Ja, sofort. Moment. Oh, ich habe eine Knarre. Oh, Riesendunst. Echt Dunst? Ja, hier ist ein Riesendunst. Ein Riesendunst. Ja, dann gucken wir mal, was wir denn eigentlich noch. Tiergerät nicht. Beisterbox. Geisterbox. Infrarot auch Bist nicht. Bist du da? Bist du alt? Bist du ein Kind? Kannst du sprechen? Oh. Singer ist echt doof. Okay. Bist du da? Boah. Ist aber gerade sehr aktiv hier. Bist du da? Bist du alt? Er wird dir nicht antworten. Warum?
Weil es geht nur noch darum, ob wir EMP oder Gefriertemperaturen haben. Oh, warum? Was haben wir denn? Buch? Ja, Buch und Dunst. Ach, stimmt. Hä? Krieg ich die Schubladen hier nicht auf? Doch. Eben. Ach, waren die schon auf? Ich bin gerade etwas irritiert. Wahrscheinlich waren die schon auf. Ich habe eine Knarre, aber kein Feuerzeug. Oh, draußen schon Signal. Hat schon wieder Strom ausgemacht. Ich hasse das, wenn ich hier nicht so richtig gucken kann. Okay. Ist nicht raus, ne? Nee. Okay, die Schränke gingen auch nicht. Den hatten wir schon. Ich will oben gucken. So, bis auch oben. Na gut. Da ist ein Schreibtisch. Ja. Oh, und da ist die Gefriertemperatur. Oh ja, habe ich auch gerade. Da ist ein Feuerzeug. Und das ist zu. Das ist eine Knorke. Und ein Ouija-Brett. Poltergeist. Oh. Oh, da hat aber kein EMF-Gedöntel. Hast du einen Ausweis schon? Nee, ich bin noch am Suchen. Hm. Boah, ich hasse es, wenn ich hier nicht vorbeikomme, weil ich die Schubladen aufgemacht habe. Kannst du die Tür bitte wieder zu? Oh. Mag er wohl nicht so, dass du hier. Meinst du? Wir haben immer noch nichts. Nö. Selbst im Schreibtisch war nichts. Nee, zwei Türen zu. In dem einen war das Feuerzeug. Da ist er. Hast du einen Ausweis? Und zwei und noch ein Feuerzeug. Und noch ein Element. Wo? Im Wohnzimmer unten. Und noch ein Element. Unten. Das kann ich. Ja, ich hab's. Ich hab zwei Figuren in einer Schublade. Und Feuerzeug und Dings. Alles in einer Schublade. Bist du denn da nicht? Übrigens nur ein Fernseher, der war voll. Metallfigur, was habe ich denn noch? Okay. Ich weiß nicht. Achso, du hast jetzt zwei Feuerzeuge, okay. Ja, ja. Komm, ich gebe jetzt gleich eins ab. Ja, ich stehe unten am Eingang. Achso, ich dachte, du kommst in den Bus. Achso, du bist im Bus. Ja. Du hast das noch ein Revolver? Ja. Dann haben wir drei Sachen. Okay, verbrennen wir die. Das war nix. Waren wir zuerst. Revolver war nix? War nix. Hm.
Das war auch nix. Ja, klasse. Das war's. So. So, wie heißt denn der König? Christopher Jones. Also, ich wollte das Buch ja diesmal nehmen. Wieso geil? So, was, wie, welches war das? Hisogal. Hisogal. Hisogal, okay. Zeichne ein Siegel in irgendeinen Raum, ja. Dann schauen wir mal, ob wir ein Schutzsiegel machen können oder nicht. Ja. Du hast ja Sprühdings bei, ne? Ja, du siehst ja auch schon, was wir brauchen. Kannst du ja auch schon. Moment. Wir brauchen 4 Ritualkerzen, eine Rune, 2 Runen. So, machen wir es denn? Und machen wir es, ja. Ah! Upsa. Ja gut. Moment. Vielleicht so hier mittig im Raum? Ja, da ist ein Schrank, ne? Da ist ein Schrank, ja. Können wir machen. Da machen wir es so. Nehmen wir wieder das erste, wa? Ja. Ach so, ich geh mal eben schon mal Runen holen. Ja, bin unsicher gerade. So, ich habe 2 Runen, eine Kerze. 3 Kerzen brauchen wir noch. Bitte? Hm? Ach, egal. Uah! So, was brauchen wir noch? 3 Kerzen noch. Müssen wir mal gucken, ob wir einen Schutz. Ja, wissen wir nicht, ob wir einen Schutzsiegel haben dürfen, oder? Ich glaube nicht. Moment. There should be no means of protection in the house to continue the ritual. Okay. Also wieder Kreuz raus. Jo. Kerzen fehlen noch, hast du gesagt, ne? Ja, 3 Stück. Ja. Kannst nur 2 tragen. Da liegt eine Notiz. Ja, aber kann das jetzt egal sein, oder? Ja. Oh. Ach, fehlt noch eine. Toll, ey. Können wir kein Kreuz mitnehmen. Ich dir. Haben wir das extra so gelernt, dass wir das, was das hilft, und jetzt dürfen wir es nicht. Ups. Das Gebüsch ist gerade dicht angehangen irgendwie. Temperatur ist hier. Ja. Aber hier ist auch das Licht angegangen. Was jetzt so klug ist? Weiß ich auch nicht, aber ist egal. Ja. Machen wir jetzt einfach. Dann mach mal. Ja, wie ist der Name des Patienten? Christopher Jones. Boah. Oh, das war aber enorm. Christopher Jones. Kommt nicht. Christopher Jones.
Christopher Jones. Jetzt will der... Doch, jetzt. Irgendwo in der wurde ein Portal geöffnet. Schließen. In dem Namen und der Gutheit unseres Lords. Mal wieder Portal. Schließen. Der die gesamte dämonische Sekte zerstören will. Der die gesamte dämonische Sekte zerstören will. Gott erhöre mein Gebet. Bereite alle Gegenstände für das Ritual vor. Okay, wie? Also war wieder Kerzen aus. Weiter. Okay. Gefriertemperatur hier. Ja, ich weiß. Bewahre uns vor den Lügen des Teufels. Wie hieß er? Christopher Jones. Geh raus, Böses. Nein! Das war falsch. Was lief denn jetzt verkehrt? Ich habe keine Ahnung. Was ist der falsche Geist? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war das zu nah am Lieblingsraum. Oh ja, vielleicht waren wir im Lieblingsraum drin. Naja. Das kann passieren. Oh ja, das kann sein. Vielleicht war das so. Weil der falsche Geist kann es ja eigentlich nicht gewesen sein. Nee. Komisch. Hat er mich mal eben um die Ecke gebracht hier. Das hat er jetzt schon zweimal passiert bei dir. Ja. Sieht das. Oh, deine Zunge sieht komisch aus. Mann, jetzt habe ich kaum noch Sachen. Ich kack ab. Ja, aber hoffentlich eine gute Versicherung. Ja, genau. Die muss ich ja noch. Aber der Geist hat gestimmt. Also es kann nur sein, dass wir zu nah am Lieblingsraum waren. Da ist der Typ richtig, ja. Ja, 452 von der Versicherung. Wow, this time it's not bad. Es ist dumm gelaufen. Ich kaufe Sachen dann beim nächsten Mal ein, beziehungsweise beim nächsten Mal habe ich sie dann schon, die Sachen. Mit dieser Folge sind wir heute durch. Wir haben immerhin einen richtig exorziert, den zweiten irgendwie falsch, wahrscheinlich wegen Lieblingsort vermuten. Aber wenn euch das gefallen haben sollte, dann lasst uns einen Daumen nach oben da und schaut uns auch nächstes Mal wieder zu. Bis dahin sagen wir ciao, ciao. Tschüss.